Hallo, ich begrüße euch zu Part 76 von dem Let's Play Darksiders 2. So, mit der Megawumme rennen wir jetzt hier rum. Hier stehe ich verdammt ungünstig. Lebt immer noch. So. Ein neuer Teilabschnitt. Und wir sind komischerweise fast tot. Der kam hier nicht rein. Der große Dschungelköter. Hier die Arena ist schon recht klein, das muss man ja mal sagen. Ich möchte mich hier eben kurz umgucken. Also die Waffe ist mir hier fast lieber als... als der Raketenwerfer. Das war auf jeden Fall der nächste Teil von Arafel. Drei Teile müssen wir suchen. Ich kann nicht. Aha, da geht es in die nächste Region. Jetzt sind wir hier wieder am Anfang. Ja, schade um den Zorntrank. Ich glaube, wenn ich hier runterspringe, geht das wieder los. Die Hölle. Kann man hier oben irgendwo noch draufklettern? Kann man nicht. Nicht, dass wir hier in dem Eckchen was übersehen. Heilen wir uns mal lieber. Bevor wir jetzt den Überblick hier verlieren. Parkour-Mörder. Also wir könnten alle Bereiche nochmal betreten. Du hast das zweite Teil gefunden. Cool. Ich kann seine Macht in dir spüren. Der Stab will wieder eins werden. Du magst seine Rufe nicht hören, ich aber schon.
Das letzte Stück liegt hinter dieser Barriere, in einem schwer befestigten Bereich beim Schatten. Der Zerstörer wird nicht erfreut sein, wenn ich den Stab von Arafel wiederherstelle. Deine Krieger könnten den Preis dafür bezahlen. Die Weiße Stadt ist für uns verloren. Diese Welt wird schon bald unser Grab sein. Und doch müssen wir gegen die Finsternis ankämpfen, um das Licht zu bewahren. Wenn deine Taten unser Ende beschleunigen, dann soll es so sein. Mögest du leben, um zu sehen, wie der Zerstörer seinen letzten Atemzug tut, Uriel von der Höllenwache. Viel Glück, Reiter. Das letzte Teil ist in deiner Reichweite. Okay. Die beschützen mich hier schick. Ein paar Erfahrungspunkte sammeln. Dass die immer versuchen, parallel zu laufen, die Dreckschweine. Aber gut, halten wir uns nicht so lange auf. Weil ich möchte nämlich gern wieder zu meinen normalen Waffen zurück. Weil das ist ja hier voll der Shooter geworden. Schon ist Ruhe. Dass der mich immer noch erwischt. Ich bin schon wieder fast eine Leiste verloren. Ich schaff's ja kaum, mich hier umzusehen. Diesmal kam der Ton aber spät. Von dem Schwarm. Ich habe schon lange keinen gefallenen Engel mehr gesehen. Ach du Kacke.
geht doch schon kaputt. Da hat er einfach die Tür, da konnte ich mich nicht zurückziehen, weil hier wäre er auch nicht reingekommen. Habe ich mich jetzt erschrocken? Ach, wenn man alle Gegner besiegt, dann gibt es ja so Bonuskisten. Wir haben 8 von 10. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Unsere Tränke sehen nur nicht so gut aus. Der hat ja mal wunderbar geklappt. Wir müssen uns auch immer ein bisschen um. Da kam der hier einfach aus dem Boden raus. Ja, auf gerader Ebene haben die irgendwie keine Chancen. Wofür sind diese Kammern? So langsam macht das richtig Laune hier mit denen. Den Superdödels vom Schwarm. Der Fleischfetzer. Vor allen Dingen cool ist, dass sie immer schön in meine Schusslinie reinlaufen, wollte ich gerade sagen.
Komm bis zur Ecke da hinten noch. Spielzeit ist um. Haut ab. Jo, Herrschaften, und wir müssen wohl auf diese Brücke rauf, weil hier kommen wir ja wohl nicht rüber. Gibt es hier irgendwas, was man abschießen kann? Gibt es nicht? Ja, und über diese hohle Brücke wird er kommen, im nächsten Part von Let's Play Darksiders 2. Ja, jetzt habe ich mich so ein bisschen an die Waffe gewöhnt und im nächsten Part räumen wir da richtig auf. Ich bedanke mich fürs Zuschauen wie immer, so long, bis zum nächsten Part und vergesst nicht, meinen Channel zu supporten. Über einen Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen. So long, euer Agent Peanut.